Junge, weißt du eigentlich, dass ich nicht in die Sonne kann, wenn ein Jugendlicher in dein Alter kommt und dich als Hexe bezeichnet? Sie darf ich? Sie tippt mich so an? Ich kenne sie nicht und frag, warum bist du weiß? Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Format Wie ist das? Mein Name ist Leroy und gleichzeitig zu diesem Video ist auf meinem Gaming-Kanal, den ich zusammen mit meinem kleinen Bruder mache, auch ein Video online gekommen. Alle, die sich dafür interessieren, können da mal vorbeischauen, ist der Link in der Beschreibung. Und heute habe ich natürlich ein ganz neues Thema für euch vorbereitet. Heute treffen wir eine junge Dame, die Albinismus hat. Ich werde sie heute fragen, warum sie weiß ist, während ihre Eltern beide schwarz sind, ob sie selber schon mal Erfahrungen mit Diskriminierung und Mobbing gemacht hat und ob ihre Kinder, wenn sie mal Kinder haben würde, auch Albinos werden. Aber bevor es losgeht, kommen wir jetzt erstmal zum Faktencheck. Albinismus ist eine angeborene Stoffwechselkrankheit, die zu einer Störung der Melaninbildung führt. Melanin ist ein dunkles Pigment, ein Farbstoff, der in Haut und Haaren vorkommt. Er schützt den Körper, indem er Sonnenstrahlen absorbiert. Unter dem Einfluss von UV-Strahlen wird in der Haut Melanin gebildet und die Haut wird dunkler. Ist die Pigmentbildung jedoch gestört, bleibt die Haut hell und die Sonnenbrandgefahr steigt. Die durchschnittliche Häufigkeit von Albinismus liegt weltweit bei 1 zu 20.000. Menschen mit Albinismus leben oft als Außenseiter, werden als Freaks beschimpft und durch Unverständnis und Angst ausgeschlossen. Und auch heute noch werden sie in großen Teilen Afrikas verfolgt und ermordet. Schaut euch das Video auf jeden Fall bis zum Ende an, denn dort erzählt sie mir, wie sie ihre Mitschüler behandeln. Und jetzt noch eine persönliche Sache. Ihr seht es hier wieder eingeblendet. Ungefähr 75% der... Nein, 75. Nee, 79. Egal, hier steht jetzt auf jeden Fall die Statistik, wie viele von euch diesen Kanal noch nicht abonniert haben. Wenn ihr das nachholen wollt, tut ihr mir natürlich einen riesen Gefallen. Und das Ganze ist kostenlos. Also macht das kurz. Ich würde sagen, wir treffen sie jetzt. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hi, grüß dich. Samira, hi. Du bist Samira, hi. Ja. Ich bin Leroy. Magst du dich auch noch kurz vorstellen für die Zuschauer, die dich noch überhaupt nicht kennen? Ja, ich bin Samira, bin 20 Jahre alt und komme aus Freising. Aus Freising, 20 Jahre alt, super cool. Und du bist 20, was machst du in deinem Leben, Samira? Ich mache eine Ausbildung zur Pflegefachhelferin. Du hast mir auf Instagram geschrieben, dass du ein Thema hast und... Freunde, das könnt ihr alle tun. Ihr könnt mir alle jederzeit auf Instagram schreiben, wenn ihr selber eine Geschichte habt, so wie die Samira. Und Samira, du hast gesagt, hey, bei mir ist was besonders und ich glaube, da wissen sehr viele Menschen noch viel zu wenig drüber, wie es damit überhaupt ist zu leben. Willst du das vielleicht schon verraten, worum es geht? Ja, ich habe Albinismus, das heißt, dass ich keine Pigmente im Haut habe, so wie in den Haaren und auch in meinen Augen. Und es bedeutet, dass ich sehr lichtempfindlich bin und auch Hautkrebs schneller gefährdet bin wie ihr. Okay, jetzt musst du uns aber mal ganz kurz erklären, Samira, was genau hat es mit diesen Pigmenten auf sich? Was ist das? Es ist ein Stoffwechsel, das jeder in uns hat und ich habe es nicht. Das heißt, dass zum Beispiel meine Eltern sind dunkelhäutig und ich bin halt weiß, weil ich diese Melanin für meine Hautfarbe nicht habe. Warte mal, deine Eltern sind dunkelhäutig, also ja. Die sind schwarz. Genau. So wie mein Papa. Ja. Komplett schwarz. Genau. Und du bist weiß. Genau. In Afrika ist es so, dass nicht alle Länder, zum Beispiel Togo nicht, Känguru, Kamerun auch nicht. Und zum Beispiel in Teilen von Ghana werden Albinos gejagt, wegen dem, dass sie Aberglauben. Warte, glauben, was meinst du? Die Albinos haben Aberglauben oder die Menschen dort haben? Die Menschen dort, zum Beispiel. In manchen Ländern werden sie wirklich gejagt, da sie glauben, dass das Blut von uns heilt. Oder der Arm im Schwarzmarkt sehr preiswertig ist, weil viele daran glauben, dass es gut, Glück ist. Das ist verdammt eklig. Ja. Das ist vor allem schrecklich. Also wärst du jetzt, sagen wir jetzt einfach mal, du wärst so, wie du jetzt bist, in Togo geboren oder irgendwo anders in Afrika, wo du wahrscheinlich in Lebensgefahr leben genau. würdest. Weil du einfach weil Albinismus hast. Ja. Wo ich schockiert war, ich habe ein Albinus-Mädchen gesehen mit einem Arm ab, wo ich mich gefragt habe, warum? Ja, ich meine, Mensch ist Mensch. Ja. Es sollte egal sein, ob du Diabetes hast, es sollte egal sein, ob du homosexuell bist, es sollte egal sein, ob du transsexuell bist, es sollte eigentlich nur darauf zählen, wer du bist. Ihr könnt natürlich mal überlegen für euch, was meint ihr dazu, dass es 2019 immer noch Länder gibt, wo solche Sitten, solche Bräuche herrschen? Das ist ja einfach auch total zurückentwickelt, so zu denken und so zu Menschen zu sein. Ich meine, ihr habt sie jetzt so ein bisschen kennengelernt. Samira ist einfach ein total liebes Mädchen und dann sowas über sie zu denken und sie so zu behandeln, vielleicht wärst du am Ende des Tages dann das Mädchen, das nur einen Arm hat oder dessen Blut genutzt wird, um Menschen zu heilen oder sowas. Das ist wirklich krank. Okay, jetzt musst du mir aber mal erklären, wie funktioniert das? Weil eigentlich müsstest du jetzt
du könntest vielleicht ein bisschen braun sein, aber eigentlich musst du ja auch schwarz sein. Genau, das ist so, dass mein Großvater oder mein Urgroßvater, das weiß ich jetzt nicht so genau, auch Albinismus hat und ich habe es geerbt. Okay, das heißt, sowas ist dann auch genetisch vererbt. Genau, das ist genetisch bedingt. Das heißt, dass später meine Geschwister, ihre Kinder oder meine Kinder oder unsere Enkelkinder Albinismus auch haben werden. Ach so, wird das immer vererbt? Genau. Also, deine Kinder haben auf jeden Fall Albinismus? Jede zweite Generation hat es. Also da haben wir jetzt schon den ersten Punkt gelernt, Freunde. Ich glaube, keiner von euch hätte jetzt sofort erwartet, dass Samiras Eltern beide schwarz sind. Woher kommen deine Eltern? Aus Togo. Aus Togo, okay. Westafrika, da in der Nähe von Ghana. Okay, Westafrika in der Nähe von Ghana. Samira, du bist aber hier aufgewachsen, ne? Genau. Und deine Familie ist auch hier? Ja, ich habe eine Schwester, zwei Brüder, sind alle drei auch dunkelhäutig. Die sind schwarz? Genau. So ganz schwarz? Ganz schwarz. Okay. Also meine Schwester ist zum Beispiel haselnussbraun. Krass. So wie man dich jetzt sieht, auch gerade deine Haare, die haben dann keinerlei Pigment, also keinerlei Farbstoff oder wie nennt man das? Melanin. Melanin, ne? Wie ist es dann in der Schule? Fällt es da den Menschen überhaupt auf? Ja, es gibt schon Leute, die komisch gucken. Vor allem bin ich in einer Schule, wo jetzt nicht alle Albinismus kennen. Okay. Und wenn man mich fragt, dann antworte ich nett. Wenn man mich blöd fragt, dann antworte ich auch nicht nett. Ja, das würde ich aber auch genauso machen. Einmal, wo ich wirklich geschluckt habe, war, ich war am S-Bahn. Station am Hauptbahnhof und eine Frau saß neben mir. Okay. Sie, darf ich? Sie tippt mich so an. Ich kenne sie nicht und fragt, warum bist du weiß? Was ich geantwortet habe, weil ich weiß bin, weil ich mir in dem Moment frage, du darfst mich nicht antippen, wenn du mich nicht kennst. Aber wenn ich dich jetzt so auf der Straße hier in München sehe, dann denke ich mir gar nichts dabei. Ich hätte jetzt vom ersten Erscheinungsbild gesagt, dass deine Haare ein bisschen rötlich sind. So minimal vielleicht oder braun, rötlich, minimal. Das ist nur Perücke. Ach so. Die echten Haare zeige ich nicht. Die zeigst du gar nicht? Wenn auf mein Instagram-Profil. Okay, Freunde, das war jetzt ein kleines Fettnäpfchen, aber ich finde es super, wie du darauf reagiert hast, dass du das direkt so offen gesagt hast. Und wenn das für dich in Ordnung ist, dann würden wir jetzt auch so ein Bild von deinem Instagram-Profil hier einblenden. Wie war das ansonsten in deinem Alltag, in deinem Leben bisher? Hast du vielleicht auch, wo du gerade das mit der Frau erzählt hast, auch Arten von Mobbing erlebt? Ich war da 13, 14 und in der Zeitraum ist man ja so fokussiert. Ja, genau. Wie man von außen aussieht, wie man ist. Und wenn ein Jugendlicher in dein Alter kommt und dich als Hexe bezeichnet, weil du anders aussiehst. Ja. Oder wenn kleine Kinder zu dir sagen im Zug, hey, geh doch in die Sonne. Wo ich mir denke, Junge, weißt du eigentlich, dass ich nicht in die Sonne kann bzw. darf, aber ich keine Lust auf Hautkrebs habe. Ja klar, verstehe ich total. Wie hoch ist dein Hautkrebsrisiko? 70, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. 70%. Wow. Ich hoffe mal, dass ihr Zuschauer zu Hause da anders reagieren würdet, gerade nach dem, was ihr jetzt von Samira gehört habt. Ich glaube, füreinander einzustehen, das ist kostenlos. Und da sich auch für die Schwächeren einzusetzen, das sollten wir definitiv öfter machen und eigentlich immer machen, gerade wenn wir sowas mitbekommen und dann halt nicht weghören. Jetzt waren das Negativ-Highlights, aber vielleicht gab es auch positive Geschichten, die sich gerade durch dein besonderes Aussehen entwickelt haben. Ich habe gelernt, mich zu lieben. Ich bin selbstbewusster geworden. Okay, wow. Und stehe zu dem, wer ich bin. Wie hast du das geschafft? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass da draußen Menschen gibt, die selber auch Selbstzweifel haben. Vielleicht auch Menschen, die selber Albinismus haben, die dieses Video gucken und sich denken, okay, krass, jetzt steht sie mitten im Leben und erzählt solche Stories. Trotzdem ist sie selbstbewusst. Was sind die Sachen, die dir damals so geholfen haben? Was mir geholfen hat, wirklich, war meine Tante, als sie mal gesagt hat, Samira, schau dich in den Spiegel an und sag, was dir gefällt. Echt? Ja, weil das ist das Einzige, was wirklich hilft, wenn du dich lieben willst. Musst du erst wissen, was du an dich liebst. Und ich liebe zum Beispiel meine Augen, weil das mich ausmacht. Mhm. Und Selbstbewusstsein, Leute, das lernt ihr nicht von einem Tag auf den nächsten. Ihr lernt es, indem ihr fällt, indem ihr läuft, indem ihr euren Weg geht. Das sind, glaube ich, sehr wichtige Worte gerade gewesen. Seinen Körper selber so wertzuschätzen, wie er ist, ist wirklich immer ein sehr, sehr wichtiges Thema. Deshalb habe ich auf meinem anderen Kanal auch genau so ein
Format entwickelt, wo Menschen darüber berichten, was sie an ihrem eigenen Körper schön finden. Ich verlinke euch auch dazu mal ein Video in der Beschreibung, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, dass du gerade so ein Statement abgegeben hast. Das kann ich zu 100% unterschreiben. Ihr könnt gerne auch mal kommentieren, was euch persönlich hilft. Wenn ihr mal so eine Phase habt, wo ihr relativ unzufrieden mit euch seid, da können wir uns gerne auch in den Kommentaren austauschen. Und ja, Samira, ich danke dir für deine Offenheit, weil du hast die Tiefpunkte heute komplett benannt. Du hast da keine Geheimnisse draus gemacht und das finde ich richtig stark. Ja, hättest du mir nicht auf Instagram geschrieben, dann wäre es nie zu dieser Folge gekommen. Auch dafür danke ich dir. Ihr könnt das natürlich auch tun, Freunde. Wenn ihr sagt, hey, ich habe auch eine Story, dann macht es wie Samira, schreibt mir auf Instagram und vielleicht kommt dann genau so ein Video wie das hier heute zustande. Ja, wenn ihr heute was gelernt habt, dann könnt ihr auf jeden Fall auch noch einen Daumen nach oben da lassen, weil das war mal wieder ein ganz neues Thema. Ohne dich hätten wir sowas auch überhaupt nicht besprechen können, weil wer weiß es, wie es sich anfühlt, in so eine Haut zu stecken. Freunde, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss! Tschüss!